Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum digitalen Shopware Community Day 2020. Letztes Jahr stand ich noch vor vielen Entwicklern in Duisburg auf der Bühne und habe unseren Migrationsassistenten erstmalig vorgestellt. Damals ging es überwiegend um die Migration von Shopware 5 zu Shopware 6. Auch da wussten wir schon, dass unser Tool mehr kann. Ach ja, und ich musste meine Frisur nicht unter einer Mütze verstecken. Heute geht es wieder um Migration. Allerdings um die eines anderen Shop-Systems zu Shopware 6. Per Juni 2020 endet der offizielle Hersteller-Support für Magento 1. Was bedeutet das für die Händler? Was bedeutet das für euch? Das werden wir klären. Wir wollen euch den Umstieg auf Shopware 6 so einfach wie möglich machen. Dafür haben wir ein großartiges Tool entwickelt, mit dem euch die Migration zu Shopware 6 gelingen wird. Heute will ich euch einmal zeigen, wie das im Fall von Magento 1 aussehen kann. Magento 1 erreicht also diesen Monat das End of Life. Was heißt das? Das heißt genau genommen, dass Adobe den offiziellen Hersteller-Support für die Version 1 ihrer Software einstellt. Es wird also keine weiteren Updates geben, keine Sicherheitspatches, keine Features mehr. Ebenso wird es keine Anpassung mehr für neuere Versionen von PHP oder Ähnlichem geben. Die Software wird natürlich zunächst einmal weiter funktionieren und der Kunde nichts merken. Dennoch setzt man sich als Händler dann einem gewissen Risiko aus, da eben auch keine sicherheitsrelevanten Themen mehr angegangen werden. Hinzu kommt die unsichere Lage in Bezug auf Visa, PayPal und anderen Zahlungsanbietern, die bereits davor gewarnt haben, dass Shops mit Magento 1 nach dem End of Life nicht mehr PCI-compliant sind. Diese Compliance soll immerhin die Sicherheit für Kunden bei Zahlungen im Internet sicherstellen. Was können wir also tun? Wir als Shopware können euch einen einfachen Migrationsweg anbieten und euch die nötige Zeit fürs Replatforming schaffen. Zeit? Wird sich jetzt der eine oder andere fragen. Hier kommt Mage One ins Spiel. Wer oder was ist Mage One? Mage One ist ein Service, der sich als Ziel gesetzt hat, ab Juli den Support für Magento 1 aufrechtzuerhalten und praktisch weiterhin Sicherheits- und Kompatibilitätspatches zu liefern. Das Team besteht aus Rico Neitzel, Carmen Brehm und Fabian Blechschmidt, die in der Magento-Community durchaus bekannt sind. In Zusammenarbeit mit Mage One ermöglichen wir euch, die nächsten Schritte gründlich zu planen, denn wir haben ein spezielles Angebot für unsere Kunden. Shopware verlängert in Kooperation mit Mage One den Support für Magento 1. Ab Juni 2020 übernimmt Shopware für alle Professional Enterprise-Kunden die Kosten von Mage One für 6 Monate. Damit verschaffen wir Magento-Kunden ausreichend Zeit, um den Relaunch in Ruhe zu planen und abzuschließen. Na, wer da nicht zuschlägt? Nun mehr zum Thema Tools. Wie erwähnt, habe ich im letzten Jahr bereits die Migrationsassistenten vorgestellt und dabei eine Migration von Shopware 5 zu Shopware 6 demonstriert. Heute möchte ich euch zeigen, wie flexibel der Migrationsassistent ist. Wir haben mit den Magento-Profilen für die Version 1.9 und die komplette Zweier-Serie weitere Möglichkeiten für euch geschaffen, zu Shopware 6 zu migrieren. Weitere Profile, wie zum Beispiel für einen WooCommerce, werden folgen. Wir schauen uns hierbei den Markt an und die jeweiligen Anforderungen. Schauen wir uns zunächst einmal an, wie man den Migrationsassistenten installiert. Nach der Installation von Shopware 6 kommt man in den sogenannten First Run Wizard, der sich automatisch öffnet. In diesem hat man direkt in der ersten Maske die Möglichkeit, sich den Migrationsassistenten zu installieren. Mit einem einfachen Klick auf den Button wird das Plugin im Hintergrund heruntergeladen, installiert und aktiviert, sodass es direkt einsetzbar ist. Uns war es wichtig, dieses Tool so einfach wie möglich einsetzbar zu machen, sodass es jedem möglich sein sollte, damit umzugehen. Mit Abschluss der Installation steht die Migrationsfunktionalität direkt zur Verfügung. Jetzt haben wir den Assistenten also installiert. Nun stellt sich natürlich zunächst die Frage:
wo finde ich den Assistenten? In der Administration von Shopware. Es gibt hier zwei Möglichkeiten, nach der Installation in das Modul zu gelangen. Zum einen über das Dashboard und die entsprechende Kachel, die einen Direktlink zum Modul enthält. Zum anderen über die Einstellung, Plugins, Migrationsassistent. Ich habe also über beide Klickwege die Möglichkeit, das Modul zu öffnen. Werfen wir nun einen Blick in das Modul selbst. Hier wird man zunächst einmal begrüßt und hat anschließend die Möglichkeit, weiter zu navigieren. Auf der nächsten Seite sieht man dann, dass der Migrationsassistent mit Profilen arbeitet. Per Standard sind bereits die Profile für Shopware 5.4, 5.5 und 5.6 enthalten. Hier haben wir nun aber auch die Möglichkeit, das Magento-Profil, welches ebenso als Plugin kommt, zu installieren, um es anschließend für die Migration zu nutzen. Das Profil-Plugin wird ebenso im Hintergrund installiert und aktiviert. Schauen wir nun, wie eine Verbindung zum Quellsystem herstellen. Nachdem wir nun also das Magento-Profil für den Migrationsassistenten nachinstalliert haben, können wir nun das erste Mal eine Verbindung erstellen. Dafür klicken wir auf Weiter und kommen in das Formular zur Verbindungserstellung. Hier muss in der Verbindung einen Namen geben und anschließend die Möglichkeit, mir eines der zur Verfügung stehenden Profile auszuwählen. Die Profile spiegeln praktisch die Version des Quellsystems wider. Über die Auswahl des sogenannten Gateways kann ich mich entscheiden, wie der Art der Verbindung aussieht. Beim Shopware-Profil habe ich hier die Möglichkeit, zwischen API über den Migrationskonnektor oder lokale Datenbankverbindungen zu gehen. Bei den Magento-Profilen steht aktuell nur die Verbindung zu einer Datenbank zur Verfügung, da die Magento-API nicht alle Infos liefert, die wir benötigen. Anschließend gebe ich meine Zugangsdaten zur Magento-Datenbank an und kann mich noch entscheiden, ob ich die Medien über Download oder lokal migriere. Hierzu müsste ich dann den vollständigen Pfad auf dem Server zu meiner Installation angeben. Wenn alles ausgefüllt wurde, kann ich mich mit dem Quellsystem verbinden. Wie wir sehen, ist das erfolgreich gewesen. Nach erfolgreicher Verbindung werden wir nun das erste Mal die Hauptseite des Plugins geleitet. Hier bekommt man nun eine kurze Einführung, wie der Prozess funktioniert. Die einzelnen Schritte des Prozesses sind aufgelistet und man kann zusätzlich die Dokumentation öffnen, um tiefergehende Informationen zu erhalten. Des Weiteren wird einem der Verbindungsstatus seiner aktuellen Verbindung angezeigt. Im oberen Bereich besteht zudem die Möglichkeit, die Verbindung anzupassen, neue Verbindungen zu erstellen, weitere Profile zu installieren oder auch die sogenannten Checksummen zurückzusetzen. Die Checksummen erkennen, ob ein Datensatz sich seit der letzten Migration geändert hat. Denn mit den Migrationsassistenten ist es möglich, wiederkehrend Daten zu migrieren, um damit das Zielsystem zu aktualisieren. Typische Szenarien wären hier Preisänderungen oder Bestandsänderungen oder weitere Bestellungen. Nun schauen wir uns einmal die Schritte zum Starten des Migrationsprozesses an. Zunächst einmal wählen wir uns in der Maske Datenauswahl, die Datensätze aus, die wir migrieren wollen. In den Tooltips können wir uns weitere Infos zur Zusammensetzung der Datensätze anzeigen lassen. Wenn wir die Datenauswahl abgeschlossen haben, dann wird im Hintergrund ein Datencheck ausgeführt, der feststellt, ob es noch Daten gibt, die einer manuellen Zuweisung bedürfen. Das kann zum Beispiel sein Anreden, Steuersätze, Versand- oder Zahlungsmethoden. Hier ist es nun notwendig, mit dem Zielsystem Informationen zu übermitteln, wie diese unbekannten Daten aus dem Quellsystem zuzuordnen sind. Ein typisches Beispiel sind zum Beispiel Steuersätze, die in Magento häufig in einer textlichen Form benannt werden, um eher den Anwendungsfall zu beschreiben, während die Steuersätze in Shopware 6 häufig numerisch betitelt werden. Zu Demozwecken weise ich jetzt hier einfach auf die Schnelle ein paar Standardwerte zu, um einmal die Migration zu demonstrieren. Das sogenannte Pre-Mapping dient ebenso auch schnell als Indikator, ob noch Dinge im Zielsystem fehlen und gegebenenfalls angelegt werden müssen.
Im unteren Bereich befinden sich dann zusätzlich Zuweisungen, die automatisch durchgeführt werden konnten. Häufig sind das Anreden und solche Dinge. Natürlich habe ich auch hier die Möglichkeit einer manuellen Zuweisung, sofern das notwendig sein sollte. Das sehen wir hier. Genau. Also hier hätte ich jetzt die Möglichkeit, das noch zu ändern. Wenn der Datencheck abgeschlossen ist, können wir die Migration endgültig starten. Der Prozess läuft wie folgt ab. Zunächst einmal werden alle Daten aus dem Quellsystem geholt, um im selben Schritt in ein Format gebracht zu werden, welches durch Shopware 6 verstanden wird. Zeitgleich wird ein sogenanntes Mapping angelegt, um die Zuordnung der Daten vom Quell zum Zielsystem zu gewährleisten. Der Migrationsassistent erlaubt ja, wie erwähnt, wiederholte Migration. Anschließend werden für die Shopware 6 umgewandelten Daten in Shopware 6 geschrieben. Wir haben diese Vorgänge getrennt, um die Performance so gut wie möglich zu gestalten. Außerdem ermöglicht dieser Prozess das Pausieren und Fortsetzen der Migration. Im letzten Schritt wird die Verarbeitung der Bilder vorbereitet, welche komplett in einem Hintergrundprozess abgearbeitet wird. Es ist möglich, während dieses Prozesses durch die Administration zu navigieren und andere Dinge zu tun. Natürlich sollte man hier vorsichtig sein. Im Hintergrund läuft ja ein Prozess, der das System nach und nach befüllt und Daten schreibt. Ich habe diesen Vorgang, um euch nicht zu langweilen, etwas beschleunigt. Nichtsdestotrotz habe ich diese Daten, diese Demo-Daten in unter 2 Minuten migriert. Damit wäre der Migrationsprozess auch schon beinahe abgeschlossen. Man sieht hier nun, wie der Prozess die Daten verarbeitet. Die neuen Thumbnails für die migrierten Medien werden im Hintergrund generiert und die neuen Daten werden indexiert, damit der Benutzer sie in der Administration direkt sehen und nutzen kann. Nach dem Prozess habe ich die Möglichkeit, in der Historie noch einmal genauere Informationen über den Migrationsvorgang zu lesen. Hier werden sämtliche Vorkommnisse festgehalten, von denen man sich im Zweifel nicht verunsichern lassen sollte. Viele Informationen, die hier stehen, dienen einfach auch nur der Information und sind keine direkten Probleme oder Fehler. Überprüfen wir nun einmal das Ergebnis. Wir können uns nun einfach einmal durch die Administration klicken und schauen, was migriert wurde. Wie wir sehen, sind die Produkte inklusive der Medien migriert worden. Wir haben ja als Demo-Daten den sogenannten Madison Shop, also Magento-Demo-Daten genutzt. Ebenso sind die Produktbewertungen migriert worden, der Kategoriebaum inklusive der kompletten verschachtelten Struktur. Die Eigenschaften, die Produkten zugewiesen werden können, sind ebenso vorhanden. Die Bestellungen wurden migriert inklusive aktuellem Status. Kunden wurden migriert, inklusive ihrer Adressen. Und es sind natürlich auch die Medien migriert worden, inklusive einer etwaigen Ordnerstruktur. Zu guter Letzt sehen wir auch, dass die Shop-Struktur in Form neuer Sales-Channels in Shopware 6 angelegt wurde und die Einstellungen aus Magento übernommen wurden. Einstellungen im Sinne von Währung, Sprache und so weiter. Eine häufig gestellte Frage ist, ob die SEO-URLs ebenso importiert werden. Die Antwort lautet ja. Schauen wir uns das hier einmal an. In diesem Beispiel wird der Sales-Channel, der vor der Migration bereits bestand, zunächst einmal gelöscht und damit die Daten, die Domain, die ich mir bei der Installation angegeben habe, freizugeben, wenn man so will. Nun sehen wir einen weiteren Sales-Channel mit dem Namen Main Website. Dies ist unser migrierter Shop. Diesem weise ich nun eine neue Domain zu, indem ich auf der Detailseite unter Domains und Domain hinzufügen meine Domain anlege. Dafür fülle ich das Formular aus und sende es anschließend ab. Nachdem ich das Ganze gespeichert habe, kann ich meinen migrierten Shop das erste Mal in der Storefront öffnen. Nachdem ich einmal neu geladen habe, erscheint ein Shop, der dieselbe Navigationsstruktur wie mein alter besitzt. Das kann ich einmal demonstrieren, indem ich die Storefront des Quellshops ansehe und dort die Navigation betrachte. Die Struktur ist identisch.
Ich habe nun hier die Möglichkeit, mir einen Link einer Kategorie anzusehen, der eine SEO-URL darstellt und kann dies einmal mit Shopware 6 Shop vergleichen. Im Quellsystem hat die Kategorie Woman New Arrivals dieselbe URL wie in meinem Zielsystem. Die SEO-URLs wurden also erfolgreich übernommen. Dies funktioniert für Produkte ebenso. Eine weitere häufig gestellte Frage dreht sich um die Kundenpasswörter. Auch hier kann ich euch beruhigen. Alle Kundenpasswörter werden übernommen, sodass der Kunde weiterhin in der Lage ist, sich mit seinem Passwort anzumelden. Wichtig hierbei ist, dass das Magento-Profil installiert bleibt, da es die Logik zur Verifizierung der Magento-Passwörter beinhaltet. Ich habe in diesem Beispiel einfach einen Login im Kundenbereich des Quellsystems demonstriert und logge mich anschließend mit denselben Zugangsdaten in Shopware 6 ein. Ihr braucht euch also keine Sorgen zu machen, Passwörter werden übernommen. Ja, als Fazit bleibt zu sagen, dass wir euch ein großartiges Tool zur Datenmigration zur Verfügung stellen, das leicht anpassbar ist und eben auch an eure individuellen Bedürfnisse anpassbar ist. Außerdem bieten wir zusammen mit MageOne ein tolles Gesamtpaket an, um euch Zeit für den Schritt zu Shopware 6, dem geilsten Shopware aller Zeiten, zu geben. Wir freuen uns auf euch als Kunden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei der Migration. Bleibt gesund.